Hallo und herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Wir sind immer noch in Smogli. Wir wollen den ersten Stern in unserem Krankenhaus hier haben. Wir haben mittlerweile ganz gut voneinander getrennt. Hier hinten Forschung, Ausbildung, Behandlung. Das wird hier das Erstaufnahmezentrum. Hier wird die Diagnose sein und hier hinten machen wir jetzt Station und Allgemeinmedizin hin. In der Hoffnung, dass wir das hier vorne mit diesen Warteschlangen ein wenig entlastet bekommen. Und die nächste Kohle, die ich auch so verdiene, die geht mal da rein, externe Referenten für die Ausbildung zu gewinnen. Denn da habe ich auch echt große Probleme. I have just spoken to Mr. Henry Jobsworth, the county's health and safety inspector, to report Two Point Radio's lack of hygiene. Was machen wir denn? I was told he's too busy visiting hospitals. I suggest the inspector Chirurgie 4 klingt gut. Priorities. In the meantime, here's another dreadful tune. Forschung, ich müsste auch wieder Forschungskampagnen mal starten. Psychiatrie 2 kann ich gerade nicht machen. Habe ich denn ein Problem mit der Behandlungskompetenz in Chirurgie? Finde ich das irgendwie raus? Krankheiten? So. Guck mal einer. Ganz ehrlich, ich habe hier diese Auswertung auch noch nie mir angeschaut. Und das ist vielleicht ein Fehler. Guck mal einer an. Floppy-Scheiben, 18% Heilungsrate. Rückenschrippe 32. Okay, ich habe da echt ein Problem. Also, Chirurgie 4 wird ausgebildet, in der Tat. Es ist echt interessant, wie viele Möglichkeiten der Auswertung es hier noch gibt, die ich noch gar nicht für mich entdeckt habe. Chirurgie 4. Oh nee, oder? Kommt da noch ein bisschen Kohle rein? Da brauche ich erst Kohle. So, jetzt. Müssen wir einfach mal machen, auch wenn das sauteuer ist. Aber ich brauche ja gar keine Marketingkampagne laufen zu lassen für Chirurgie. Das ist ja totaler Quatsch. Wenn ich das ja noch nicht mal auf die Reihe kriege, die Leute überhaupt zu heilen, die da reinkommen. Vielleicht sollte ich in der Tat mehr Zeit damit mal verschwenden. Geh mal weg, du blöde Jucker. Und du gehst jetzt echt auch einfach mal hier an den Rand. Die Heizung geht daneben. Oha, die Kohle. So, also. Ich habe dabei auch keine Warteschlange gerade. Ja, mein Ruf ist da auch echt schlecht auf der Chirurgie. Vielleicht sollte ich auch mal die Preise ein wenig anpassen. Für Floppy-Scheiben. Na, also bitte. Hier gehen wir mal runter. Hier wollen wir doch wieder die Leute für gewinnen. Und zwar wird das jetzt in der Tat sogar ein bisschen subventioniert. Ich räume hier einfach mal ein bisschen auf. Nicht, dass ich jetzt glaube, ich könnte damit Geld verdienen. Nein, bitte. Unterstellt mir das nicht. Aber ich muss mal hier ein paar, ja, Problemchen lösen, würde ich sagen. Die Toilette. Und jetzt auch einfach mal hier hin. Wird mal größer gemacht. Weil einfach so eine kleine Toilette auch überhaupt nicht tragbar ist in so einem schönen Krankenhaus hier. Alles mal weg, was... keine Miete zahlt. Eine goldene Toilette kommt hin, das ist perfekt. So, hier ist gleich Monatsende, da muss ich schnell einmal aufpassen. Ja, ja, klar. Dann haben wir schon mal eine Schüssel mehr.
hoffe, das geht jetzt hier nicht, dass es hier schon wieder Probleme gibt. Die kommt mal weg und hier können wir mal ein bisschen durchatmen. Das ist ja auch nicht schön. So wie das hier gebaut war. So, der Broschürenständer, der wandert jetzt auch direkt mal hier hin. Ebenso der Müll, der Trinkwasserspender. Dieser Spender hier auch. Und dann wird das hier vorne auch mal ein bisschen luftiger. Allgemeinmedizin 2 ist fertig, perfekt. Können wir noch ein paar Leute auf Allgemeinmedizin striezen? Radiologe, das macht eigentlich keinen Sinn. Müssen wir auch noch ein bisschen Geld zusammensparen. So. Chirurgie-Kampagne ist abgeschlossen. Operettenorgane, was soll das denn sein? Also, unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Operettenorgane. Die inneren Organe sind so angeordnet, dass sie mitreißende Melodien erzeugen, wenn der Betroffene zu Fuß unterwegs ist. Die Organe müssen operativ neu angeordnet werden. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierhin schicken. Chirurgie. Wenn das mal nichts ist. You got Harrison Wolf on Two Point Radio. This is Harrison Wolf. And you're listening to Two Point Radio. But you already knew that. Let's start the show with this uplifting little number. Ich habe keine Apotheke und ich habe bisher keine gebraucht. Das finde ich auch noch irgendwie eigenartig. So, hier oben ist fertig. Dann zieht die Station, weil sie ist gerade ziemlich leer, einfach mal schön um. Oh, was ist denn das schon wieder für eine Gebäudeform? Da werde ich ja ganz narrisch. Was sollst du denn damit machen? Na gut. Das ist jetzt nicht schön, da oben die Station so alleine stehen zu haben. Ohne irgendwas drumherum. Aber jetzt kommt zumindest mal eine Bank. Schon mal ein Getränkeautomat. Das war's. Ist auch nur 2x2. Geht ja auch nicht. Das geht ja auch nicht. Müssen wir jetzt doch nochmal zusammenrücken, liebe Leute. Nee, das ist 3. Entschuldigung. Habe mich geirrt. Bleibt wie es ist. So, Weiterbildung wird benötigt. Instandhaltung 2. Okay, das kriegen wir hin. Ja, irgendwann, aber nicht jetzt. Ding, 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 und das war's dann, genau. Unterbezahlt, sehr hungrig, sehr durstig. 90 Tage Zeit. Ach, Osama, du schon wieder. Osama, Entschuldigung. Chirurgie 4, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ach, ein Kredit, das, nö. Es gibt ja nur noch einen, der mich nicht mal aus den Schulden rausbringt, oder? Ist das so? Ja, der bringt mich nicht mal aus den Schulden raus. Also könnte ich mit dem ja gar nicht investieren. Besuch des Bürgermeisters. Belohnung 8 Ruf, 10k. Das ist gut, das nehmen wir mit. So.
aktuelle Zufriedenheit ist 11%. Das ist jetzt echt bedenklich wenig. Personal. Extrem unzufrieden, der Gute. Mach mal Pause. Und nimm mal ein bisschen mehr Kohle von mir. Oh, das ist echt nicht ganz gut. Also wir müssen insgesamt doch mehr in diesem Krankenhaus tun, dass die Leute zufriedener sind. 100.000 verdienen, das probieren wir. Es sind halt alle überlastet. Let's talk microwaves. I mean, just think about this for a moment. Would you heat up your porridge in a nuclear reactor? Of course not. But that's what you're doing every morning. Oh. Sticking your breakfast in a radio. Es wird ja auch noch hingepullert. Ich werde wahnsinnig. Be smart people. Ich brauche doch nur noch 2 Leute für den ersten Stern. Bitte. Warteschlangen werden brutal lang. Geld geht brutal weg. Also, wo können wir sparen? Jetzt muss ich ernsthaft drüber nachdenken, wo können wir sparen? Patienten. Wir schicken erstmal wieder ein paar schnell in die Behandlung. Ja, da haben wir ja genug von. Das bringt ja erstmal ein bisschen schnelles Geld. Ich habe schon so gute Diagnosen. Oder gute Diagnosegeräte und nichts fruchtet hier. Immer so dieser letzte Millimeter, der hier fehlt. Das ist echt, echt kein Spaß. Preise senken. Na gut, wenn er das schon sagt, hey. Dann ist hier die Zeit der Subvention vorbei. Stell ihn mal gerade auf plus 10, weil dann kann ich insgesamt alles wieder senken. Krieg ja auch so keinen Ruf zusammen, ne? Betreib ja auch keine Forschung hier. Es geht ja irgendwie alles so schwierig hier. Bräuchte mal Kohle für eine Allgemeinmedizin, damit wäre mir richtig geholfen. Aber so, Heidewitzka, wird das jetzt in der Tat sogar auch problematisch eng. Viele Mitarbeiter haben freie Weiterbildungsplätze. Allgemeinmedizin 2, das sollte man nochmal. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder du. Mechanik 2, da haben wir jetzt nicht das Problem. Chirurgie 3 können wir nochmal machen. Damit wir da die Qualität steigern. Das sind 4 meiner Chirurgen gebunden. 3. Läuft da noch was in dem Raum? Willi, was willst du? Sehr gut, wir haben ihn erfolgreich erfüllt. 100.000. Perfekt. So, noch ein Patient in der Chirurgie entfernt vom ersten Stern. 5 Patienten mit Entscheidungsekzem, das kriegen wir hin. Listen up, people. We're in danger of being overrun by corporate interests. There'll be a protest outside of Jumbo headquarters in Krakenbusch. You'll find me picketing there, so come and join us. In the meantime,
Our sponsor, Jumbo Nuts, would like to remind you just how tasty their product is. So, das machen wir jetzt einfach mal so. Ich will kein unzufriedenes Personal. Das ist schlimmer, glaube ich, als jetzt hier ein paar Leute, die frieren gerade. Uiuiui. The hospital may well be haunted. Genau. Mach mal Pisse mit dem Besen weg. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Oh, wie sieht es denn hier aus? Wer operiert denn heute? Der Willi. Oh, das ist auch nicht mein bester Chirurg, ne? So, warum sollst du eigentlich alles machen, nur keine Chirurgie? Also, Entschuldigung, so vieles machen zusätzlich zur Chirurgie. Und die Frage stelle ich bei dir auch mal. Ihr sollt nur operieren, bitte. Du sollst auch keine Allgemeinpraxis machen hier. Röntgenstrahlen machst du auch nicht. Und du operierst, ja, das ist gut, du machst die Streckbank. Wir müssen es noch mal ein bisschen hier sortieren und aufräumen, würde ich sagen. Das ist echt wenig witzig hier. Boah, Zufriedenheit. Ich kann ja nicht mal investieren. Wie soll ich das jetzt machen? Aber ich kriege ja auch nicht die Meldung, dass ich zu viel Hausmeister oder ähnliches habe. Nichts dergleichen. Also Personal freisetzen ist gerade echt schwierig. Naja, haben wir das doch schon mal geschafft. Immerhin. Gibt es mal 100 Kudosch, 10.000 Kohle. Und das investieren wir jetzt irgendwie nochmal in hoffentlich fähiges Personal. Joanna. Komm, hopp. Einmal zur Chirurgie und wenn du noch gut bist, Viktor, energiegeladen. So, euch schleppe ich jetzt hier einfach mit durch. Und wenn ich euch nutze, einfach um euch weiter auszubilden. Weil das geht ja jetzt. In case you've forgotten, you're listening to Harrison Wolf on Two Point Radio. Don't worry though, I'm not a real wolf. Wolves can't DJ or hold down any other kind of steady job, really. That should have been your first clue. Es darf mir nicht durch die Lappen gehen jetzt, wo ich ein bisschen Kohle mal auf der hohen Kante hab. Da. Und wenn ich kann, setze ich gleich woanders noch eine hin. Aktenschrank, sehr wichtig. Der Bürotisch. Eine kleine Heizung. Die Kaffeemaschine. Der Stuhl. Und ja, ich habe wenig Geld, deswegen werde ich es jetzt auch an dieser Stelle nicht übertreiben. Der Stuhl kommt dahin, aber auf Stufe 3 wollen wir. Mit dem Goldstern haben wir das doch schon, oder? Ja. Aber du kriegst noch einen Trinkbrunnen, gell? Damit du mir hier auch ein bisschen in dem Raum bleibst und nicht sofort wieder gehst. Eine Mülltonne kommt auch noch rein.
Und das genügt? Das ist noch nicht schön hier, das weiß ich. Toiletten sind hier drüben, da müsst ihr nochmal ein Stück laufen. Die gibt es erst später. Und jetzt tun wir das auch nochmal. Einmal hier rüber kopieren. Fenster nochmal auf die andere Seite. So, und? Wird schnell müde, teuer, unhygienisch. Tschüss. Klassenclown, Entertainerin, naja. Säuft gern. Alkoholiker. Nee. Komm, dann bist du dabei. Und wir gucken mal, ob wir das jetzt alles ein bisschen entspannt bekommen hier. Ansonsten drehe ich hier bald am Rädchen. Ich senke keine Preise weiter. Das reicht. Mhm. Marketing 2. Brauche ich das denn jetzt überhaupt? Ich habe doch immer noch viel zu viele Leute irgendwie in meinem Krankenhaus. Ausbilden kann das keiner hier. Kriege ich das nicht mal eingestellt bei den Assistenten? Guck mal einer an. Macht mal langsam hier, macht mal langsam, Leute. Guckt mal, 31. Dezember, gleich wird doch die Kohle wieder abgebucht. Lustig, hygienisch. Lustig, lernt nicht gut. Einstellen. Wen können wir dafür freisetzen? Voller Energie. Du bist eigentlich ganz cool. Herzensbrecherin, voller Energie, glücklich. Grüner Daumen und sonst nichts. Marketing. Ja. Tschüss. Noch jemand bitte? Hm? Wer will noch? Wer will noch rausfliegen? Hier müssen wir nochmal nach den Jobs gucken, ehrlich gesagt, ne? So, Behandlung und Diagnostik. Das ist ja natürlich auch eine ganz komische Kombi. Station, Ausdauer, Behandlung. Damit bist du auf der Station. Nicht in der Flüssigkeitsanalyse und alle anderen dürftest du machen, ja. Keine Apotheke, das macht mich immer noch fertig. Ich werde sie jetzt gleich bauen. Diagnostik, Diagnostik, Station, Flüssigkeitsanalyse. Nimm dich nicht in die Behandlung rein. Außer OP, weil da will ich keinen Engpass haben. Hier das Gleiche. Aber ich muss mir ein paar Leute übrig lassen, die das doch auch durchaus können. Spritzehausbehandlung, das heißt, du bist hier vorne mal überhaupt nicht in diesen Räumen dabei. Du machst das hier alles. Okay. Kriegen wir noch neue Pfleger? Spritzestation brauchen wir eigentlich nicht, die Kombi. Station, Behandlung, was wollt ihr denn alle mit Station, Leute? Reizbar, hungerlaunig, das geht jetzt auch echt nicht. Bräuchte noch mal jemanden mit Apothekenkompetenz. Ich glaube, ich setze den Pausenraum von dem Gebäude hier echt hier an die Ecke, oder? Dann könnte ich nämlich da mal testweise eine Apotheke hinsetzen und gucken, ob da überhaupt was passiert. Kann doch nicht sein, dass ich hier überhaupt noch nie eine Apotheke brauchte in diesem Level. Vielleicht klappt es ja, wenn ich sie habe. Ich
komme immer noch nicht drüber weg. Ich habe eine Kaffeemaschine im OP stehen. Das ist einfach nur geil. Das finde ich einfach nur geil. Kleiner Heizkörper. Stufe 3, das ist gut. Und weil ich gerade noch ein bisschen Kohle übrig habe, mache ich jetzt mal ganz ungewöhnliche Dinge. Ich hänge einfach mal hier ein bisschen was auf. Sind ja alle so unzufrieden hier. Goldsterne. Wo sollen sie denn hin? Da muss einer hin. Huch. In jedem Gebäude mal 2 Stück. Dann darf er hier nicht fehlen. Und da nicht. Hier, publikumswirksam, gell? Neben den Toiletten. Auch immer sehr, sehr gut platziert. Hier reicht mir erstmal einer, okay. So, wie ist denn mit Hunger, Durst und Langeweile? Nicht so doll. Durst, naja, geht noch, ne? Hier könnte man noch mal einen Trinkwasserspender hinstellen. Weil hier nichts anderes hinpasst. Machen wir das doch mal. 10.000! Nee, danke. Erstmal noch nicht. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist ein schlimmer, Hunger oder Durst? Hunger geht. Hunger geht. Also hier ist in der Tat das Thema Durst noch ein bisschen akuter. Langeweile. Ist auch nicht so schlimm. Okay, Langeweile ist jetzt nicht das Problem. Attraktivität. Da muss ich halt echt was machen, ne? Erhöht Krankenhausambiente. Müssen wir auch mal so ein paar kleine Aktionen machen, ne? Wenn ich schon alle Jokas abreiße, dann muss ich mir auch was Neues einfallen lassen als Ersatz, ne? Die neuen Ziele, ne? Eieiei, 30 Patienten in Chirurgie, 20 weiterbilden, das ist natürlich auch hart. Heilungsrate von 75%. Das haben wir ja ganz vergessen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Anschlagbrett. Ambiente. Aber echt nur wenig, ne? Ambiente und Ausstattungslevel, also. Hier bringt es ja mal fast gar nichts. Naja, hat schon ein bisschen Wirkung, so ist ja nicht. Der Vorteil an der Yucca, in der Tat, ich sollte es nicht unterschätzen, die steht frei im Raum. Die
steht einfach frei im Raum. Was macht der denn hier? Krankenhausattraktivität, ja. Ich werde ihn hier einmal testen, hätte ich fast gesagt. Ich komme um die Yuka gar nicht drum rum. Wie soll ich denn das hier alles grün kriegen ohne die Yuka? Also, schreibt mir doch nochmal eure Meinung bitte zu der Yuka. Mir ist das irgendwie nicht so ganz klar, was ich mit diesem Ding machen soll. Bauen, nicht bauen. Ist es eher wichtig, dass ich hier möglichst viel grüne Fläche habe? Zählt nur der Wert oder ist auch die Verteilung wichtig? Ich weiß es nicht wirklich. Jetzt habe ich irgendwie das Freidrehen aktiviert. Ich weiß aber gar nicht wie. Tja, ja. Also ich stelle sie jetzt erstmal nochmal hin. Ich glaube, das war davor schon besser mit den Dingern. Und ich glaube, es ist doch okay, einen Hausmeister dafür zu bezahlen, dass er das macht. Wieso habe ich jetzt das Freidrehen angeschaltet? Und wie bitte? Also, da streiten sich bei mir noch alle Geister, die irgendwie in mir leben. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit diesen Yuka machen soll. Ja oder nein? Sagt mir mal eure Erfahrungen, sagt mir mal eure Meinung. Was ist eine gute Alternative? Was bringt genauso viel Effekt wie eine Yuka? Und kann man wirklich gut und einfach und günstig hier halt aufstellen und warten lassen? Das wäre jetzt wirklich mal eine interessante Frage. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein bisschen weiterhelft bei dem Thema. Und auch, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.